Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich Ihnen jetzt zeigen, wie man mit einem Mikrocontroller eine LED ansteuert. Wir werden ganz einfach starten. Wir werden im ersten Schritt einfach mal eine LED zum Leuchten bringen und dann werden wir uns Schritt für Schritt nähern, diese LED über den Mikrocontroller zu steuern. Das Ganze mache ich jetzt zum ersten Mal mit einem neuen Aufnahmesetup. Falls Sie andere Videos von mir können, können Sie mal eine Rückmeldung geben, ob dieses Aufnahmesetup besser ist oder ob Ihnen das alte besser gefallen hat. Okay, dann lassen Sie uns starten. Hier sehen Sie jetzt meinen Mikrocontroller. Ja, das ist ein D1 Mini. Ich werde Ihnen im Video auch noch mal verlinken, wo man so ein D1 Mini herbekommt, ja, was genau diese Spezifikationen dieses D1 Mini sind. Und das ist einfach ein Mikrocontroller, der Wi-Fi on Board hat. Ja, das sieht man hier, das steht es auch drauf, ist jetzt leider auf dem Kopf. Der ist in MicroPython programmierbar. Wie Sie da MicroPython draufflächen können, das habe ich in einem anderen Video gezeigt. Was wir jetzt als erstes machen wollen, ist eine LED zum Leuchten zu kriegen. Und um das zu tun, habe ich diesen Mikrocontroller schon auf dieses Breadboard hier gesteckt. Das ist dieses weiße Teil, das Sie im Hintergrund sehen. Und dieses Breadboard ist dafür geeignet, um prototypische Schaltungen aufzubauen. Wie ist so ein Breadboard aufgebaut? Sie sehen hier am Rande, es gibt eine Leiste, die ist irgendwie so rot markiert und eine, die ist so blau markiert. Diese Leisten am Rand sind durchgehend verbunden. Das heißt, wenn ich hier den Minuspol anlege, dann ist über diese ganze Länge dieser Leiste, kann ich hier überall das Minus abgreifen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, ich schiebe das mal. Wenn Sie so ein längeres Brettboard haben, dann ist das irgendwann unterbrochen und das sehen Sie genau hier. Ja? An der Stelle ist das unterbrochen, da geht es nicht weiter. Und das Gleiche gilt für Plus, ja? Auch das ist hier verbunden. Ansonsten ist das Breadboard so aufgebaut, dass jeder dieser Steckleisten hier immer in diese Richtung verbunden ist. Ja, das heißt, wenn wir hier mal die 45 angucken, alle diese fünf Steckplätze, die ich jetzt kurz mal antick, ja, die sind miteinander verbunden. Und das kann man jetzt nutzen, um prototypische Schaltungen aufzubauen. Das Erste, was wir machen werden, ist, wir werden eine ganz einfache Schaltung aufbauen, die eine LED zum Leuchten bringt. Und um das zu tun, bereiten wir jetzt erstmal unser Breadboard mit dem Mikrocontroller vor. Ja. Hier sehen Sie, da ist der Ausgang ist mit 5V bezeichnet. Da liegen 5 Volt Ausgangsspannung an. Und das verbinde ich jetzt hier mit dieser Leiste, die hier mit dem Plus gekennzeichnet ist. Ja. Als Ergebnis habe ich jetzt hier auf dieser ganzen Leiste überall 5 Volt Spannung anliegen. Der kleine Anschluss daneben, das ist der Minuspol, den verbinde ich jetzt mit einem schwarzen Kabel, dass man das auch schön erkennt, mit der blau gekennzeichneten Leiste. So. Und jetzt haben wir, machen wir die Kabel ein bisschen aus dem Weg, jetzt haben wir unser Breadboard initial verkabelt. Ja, jetzt haben wir die Situation geschafft, dass wir hier Minus anlegen haben und hier. Und um das zu testen, werden wir jetzt mal eine LED zum Leuchten bringen. Noch ein Hinweis, natürlich habe ich hier diesen Mikrocontroller mit dem Mini-USB-Kabel schon mit meinem Laptop verbunden. Ja, nur dann wird er auch versorgt und nur dann kann ich auch etwas tun. Ich kann Ihnen das vielleicht noch mal zeigen. Ich ziehe das Kabel noch mal ab und stöpsel das Kabel noch mal ein. Dann sehen Sie ganz kurz, hat diese blaue LED hier aufgeleuchtet. Ja, jetzt ist der Mikrocontroller bereit zum Arbeiten. So. Der nächste Schritt ist jetzt eben eine LED zum Leuchten zu bringen. Ich habe hier so eine LED. Ich lege die auch mal auf das Brettboard, dann sehen Sie die. Es ist jetzt eine rote LED, Farbe ist eigentlich egal. Das Spannende an dieser Stelle ist, dass die zwei unterschiedlich lange Beinchen hat. Es gibt ein längeres und es gibt ein kürzeres Beinchen. Ja. Und eine LED, das ist eine Diode, das heißt, die kann nur in eine Richtung Spannung durchlassen. Wenn man sich das jetzt anguckt, dann ist es so, dass das kürzere Bein
Das ist die Kathode, das muss an Minus angeschlossen werden. Das längere Bein, das ist die Anode, das muss an Plus angeschlossen werden. Das könnten wir jetzt machen. Ja, wir könnten jetzt einfach die LED hier reinstecken und mit der Spannung verbinden. Das hätte dann den Effekt, dass die LED einmal ganz hell leuchten würde und danach nie wieder, weil 5 Volt Spannung ist für diese LED zu viel. Ich weiß nicht genau, was die verkraftet, aber wir brauchen auf jeden Fall noch einen Vorwiderstand. Ich habe hier auch mal so einen Vorwiderstand. Ja, dieser Vorwiderstand, das ist jetzt ein 220 Ohm Widerstand. Was genau für einen Widerstand hier vorliegt, das könnten Sie mit so einem Online-Kalkulator sich ausrechnen anhand dieses Farbcodes, den ich hier habe. Der ist 220 Ohm. Was wir jetzt machen, ist einfach Folgendes. Ich nehme diesen Widerstand und verbinde den Pluspol hier. Ja. Dann nehme ich das längere Beinchen und stecke das an. Na, ich mache das doch anders. Wir verbinden doch den Minuspol. Ich mache mal ein bisschen mehr Platz hier. Machen wir jetzt so, ich verbinde das hier mit dem Minuspol. Damit muss da das kurze Beinchen hin. Ja. Und vielleicht klicke ich das noch mal ein bisschen, dass man das sieht. Ja. Sie sehen jetzt, das kurze Beinchen steckt hier und ist dann mit Minus verbunden. Und was ich jetzt mache, ich habe noch ein weiteres Kabel, das stecke ich hier irgendwo in die Plusleiste ein und dann in diese Leiste, die mit der Anode von der LED verbunden ist, und oh Wunder, die LED leuchtet. Ja, also was wir jetzt geschafft haben, ist, wir haben sozusagen ein Hello World Programm für die Elektronik geschrieben. Ja, wir haben eine LED zum Leuchten gebracht. Ich kann Ihnen jetzt auch mal zeigen, was passiert, wenn man diese LED verkehrt rum einbaut, also das lange Bein mit dem Minuspol verbindet und das kurze Bein mit dem Pluspol, dann passiert genau nichts. Ja. LED ist eine Diode, sie lässt eben nur in eine Richtung Strom durch. Also wenn Sie das jetzt nachbauen und bei Ihnen passiert nichts, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Sie einfach die LED verkehrt rum angeschlossen haben. Und wenn man das dann richtig macht, dann leuchtet die LED auch sehr schön rot. Das ist jetzt ein bisschen hell für meine Kamera. Ich biege das mal um. Ja, dann sieht man sie auch leuchten. Das war jetzt unser erster Schritt. Ja, wir haben es jetzt geschafft, eine LED zum Leuchten zu bringen. Natürlich ist das unspannend. Dafür brauche ich keinen Mikrocontroller. Um eine LED zu leuchten zu bringen, brauche ich nur eine Stromquelle und muss die verbinden. Spannend wird es ja, wenn ich diese LED über den Mikrocontroller steuern kann. Und um diese LED über den Mikrocontroller zu steuern, da braucht man ein Programm. Und wir werden dieses Programm jetzt mit Python, mit MicroPython schreiben, um dann eben genau diese LED zu steuern. Bevor wir das tun, werden wir jetzt noch die Schaltung, die wir gerade aufgebaut haben, ein Stück weit umbauen, nämlich in der Art und Weise, dass wir die LED nicht direkt mit dem Pluspol verbinden, mit den 5 Volt, sondern dass wir die LED mit einem Pin des Mikrocontrollers verbinden, das wir steuern können. So, und das ist jetzt das nächste, was ich mache. Ich lasse diese Schaltung mehr oder weniger gleich. Das Einzige, was sich hier ändern wird, ja, also den Versorgungsspannung da außen lasse ich gleich. Das würde ich nicht brauchen, aber das lassen wir mal so. Das Einzige, was sich ändert, ich nehme jetzt diesen Stecker, der die ganze Zeit die LED mit dem Plus hier verbunden hat, und verbinde den mit einem der weiteren Anschlüsse hier. Und ich nehme hier den vordersten, das ist der D4. Ja. Die LED leuchtet jetzt nach wie vor in meinem Fall. Das ist allerdings wahrscheinlich nur ein Artefakt. Wenn Sie den Mikrocontroller neu starten, ist es bei Ihnen sehr wahrscheinlich, dass die nicht leuchtet. Ich versuche das mal. Ich starte den Mikrocontroller nochmal neu hier mit dem Reset-Button. Ja, leuchtet immer noch. Ja, das ist unschön. Dann verbinden wir es hier mit dem D2 und jetzt sehen wir, die LED ist aus. Ja, jetzt haben wir die Schaltung umgebaut. Wir haben
die LED mit dem Minuspol verbunden und an dieser Stelle hier mit dem Anschluss D2 des Mikrocontrollers. Wie können wir die LED jetzt steuern? Meine Entwicklungsumgebung, die Entwicklungsumgebung hier ist PyCharm. PyCharm hat ein sehr schönes Plugin für MicroPython, deshalb verwende ich diese IDE jetzt. Das erste, was Sie tun müssen, wenn Sie zum ersten Mal diese PyCharm IDE mit dem MicroPython Plugin installiert haben, Sie müssen ein Projekt anlegen. Ich habe hier jetzt schon ein Projekt vorbereitet. Das enthält die ganzen Source Code, den wir im Laufe der verschiedenen Videos verwenden werden. Sie können einfach ein neues Python Projekt anlegen. Was Sie dann jedoch auf jeden Fall tun müssen, Sie müssen hier in die Einstellungen gehen. Innerhalb der Einstellungen können Sie entweder hier nach MicroPython suchen oder Sie öffnen den Bereich, ja, das ist jetzt ein bisschen versprungen, Languages and Frameworks, und da gibt es MicroPython. Hier müssen Sie für Ihr Projekt den MicroPython Support auswählen. Sie müssen Ihr richtiges Board auswählen. In meinem Fall ist das ein ESP8266. Ja, das ist der Mikrocontroller, der diesem D1, ja, Mikrocontroller verbaut ist. Oder das ist sozusagen der Prozessor, der in diesem D1 Mikrocontroller verbaut ist. Und dann müssen wir noch die Verbindung zwischen der Entwicklungsumgebung und dem MicroPython Mikrocontroller herstellen. Und das geht am einfachsten, wenn Sie hier auf Detect klicken. In meinem Fall war das jetzt schon vorausgewählt. Ne, jetzt hat es nicht funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Ja, jetzt habe ich eine Verbindung zwischen meinem Mikrocontroller, der hier über diesen Device-Pfad mit meinem Laptop verbunden ist. Genau, und das kann ich dann speichern. Und jetzt bin ich eigentlich bereit, um mit MicroPython meinen Mikrocontroller zu steuern. So, und das machen wir jetzt als erstes. Und zwar als erstes werden wir uns eine Python-Shell auf dem Mikrocontroller öffnen. Wie macht man das am einfachsten? Das geht eigentlich ganz einfach mit der PyCharm IDE. Hier gibt es so einen Shortcut, zweimal Shift. Ja? Das öffnet dann so ein Suchfenster, wo man einfach nach allem suchen kann. Wenn ich das jetzt mache, ja, dann sehen Sie, hier gibt es jetzt verschiedene Dinge, die ich eingeben kann. Ich gebe jetzt einfach mal MicroPython ein. Und dann sollte relativ weit oben die MicroPython REPL. Und dieses Fenster hier, das ist jetzt tatsächlich was ganz Spezielles. Ja? Das ist jetzt so eine Python-Shell, aber nicht bei mir auf dem Laptop, sondern die läuft auf dem Mikrocontroller. Woran sieht man das jetzt? Das sieht man eigentlich ganz schön, wenn man hier Help eingibt. Dann bekommt man nämlich eine Ausgabe, ich mache das mal größer, die etwas ungewöhnlich ist. Ja? Da steht so ein bisschen was zu MicroPython. Ah, das hat hier Hello Welcome to MicroPython, es gibt Links zu der Doku und so weiter, ja, und ein paar Informationen, wie man damit arbeiten kann. Wir sehen also, ja, das läuft tatsächlich hier mit MicroPython. Aber es ist ein ganz normales Python, ich kann jetzt hier beliebige Python-Befehle eingeben. Ja, ich kann zum Beispiel Folgendes tun, ich könnte zum Beispiel, fangen wir mal mit einem Print an, und jetzt mache ich so eine List Comprehension. Ich will alle Quadratzahlen von zwischen 1 und 20 zum Beispiel ausgeben. Und das mache ich so, for x in range 21. Ja, das letzte Element ist immer nicht drin im Range. Und da sieht man jetzt alle Quadratzahlen. Wenn Sie das hier nicht verstanden haben, was ich hier gerade getippt habe, dann sollten Sie vielleicht nochmal einen Python-Einführungskurs kurz durcharbeiten. Ja. Das sind Grundlagen, die sollten Ihnen geläufig sein, damit Sie den weiteren Videos folgen können. So, also wir sehen, wir sind auf unserem Mikrocontroller und können da Python-Programmcode ausführen.
Was machen wir jetzt? Wir wollen mit dem Mikrocontroller eine LED steuern. Und dazu wechsle ich jetzt mal auf die MicroPython Dokumentation. Die können Sie entweder suchen oder ich habe die auch im GitHub-Repository zu diesem Video verlinkt. Ja, das GitHub-Repository finden Sie auch eben wieder in der Beschreibung des Videos. Und hier ist die MicroPython-Dokumentation verlinkt. Ich mache das mal in einem neuen Fenster auf. Und hier finden wir jetzt die Dokumentation. Spannend hier ist, dass MicroPython eben Standard-Python-Libraries mitbringt. Ja, das ist alles das, was Sie aus Python schon kennen. Aber eben auch MicroPython-spezifische Libraries. Das sind Bibliotheken, die eben mit einem Mikrocontroller in Verbindung stehen. Und das erste, was wir da benutzen werden, das findet sich hier im Bereich Machine. Und im Bereich Machine, wenn man jetzt ein bisschen, kann sich mal durchlesen, ein bisschen nach unten scrollt, dann findet man hier irgendwo eine Klasse PIN. Und diese Klasse PIN, die kann dazu verwendet werden, um die I/O-Pins des Mikrocontrollers zu steuern. Und so ein I/O-Eingabe-Ausgabe-Pin ist genau das, was wir jetzt gern steuern wollen. Wie funktioniert das? Hier gibt es so ein bisschen Erklärung dazu. Ich zeige Ihnen das jetzt einfach direkt im Programmcode. So, gehen wir wieder zurück auf unseren Entwicklungsumgebung und die Shell. Vielleicht schauen wir uns als erstes aber nochmal den Mikrocontroller an. Auf dem Mikrocontroller haben wir uns mit dem mit D2 bezeichneten Pin verbunden. Ja, das ist der hier. Vielleicht haben Sie auch einen anderen verwendet, aber das tut nichts zur Sache. Bei mir ist es D2. Was jetzt wichtig ist, die Nummer, die hier draufsteht, ist nicht die Nummer, mit der dieser Pin in Python angesprochen wird. Woher kommt das? Ich wechsle nochmal zurück auf die IoT-Dokumentation hier. Und wenn man, jetzt war ich zu schnell, Entschuldigung, und hier habe ich Infos zu dem Mikrocontroller verlinkt und wenn man sich das anschaut, dann sieht man hier, wie diese Pins, die wir an unserem Mikrocontroller sehen, zum Beispiel ja, diese 5-Volt-Ausgang, den Ground-Ausgang, ja, also Minus, und jetzt die PIN-IDs in MicroPython. Ja, diese GPIO-Pins, General Purpose IO, die sind eben anders benannt, als sie auf dem Mikrocontroller abgedruckt sind. Das muss man einmal sich vergegenwärtigen und dann ja, immer nachgucken, welcher PIN eben der gerade ist, den wir verwendet haben. Ich verwende hier den D2-PIN. Das ist dieser hier. Aber wenn man zum Beispiel nach Wemos D1 Mini Pinout sucht, dann findet man hier auch im Internet ganz viele Grafiken, die das nochmal genauer darstellen. Ja, und wenn wir uns jetzt die zum Beispiel mal anschauen, dann sieht man hier, wir sind mit dem D2 verbunden in meinem Beispiel. Und das ist eben GPIO4. So, wechseln wir auf die REPL zurück und jetzt versuchen wir unsere LED zu steuern. Wie machen wir das? Als erstes importieren wir aus der Bibliothek Machine die Klasse PIN. Und mit diesem PIN kann ich jetzt eben einen dieser I/O-Pins ansprechen und den PIN, den ich jetzt anspreche, dem gebe ich den Namen LED, ja, weil da hängt meine LED dran. Und das ist ein PIN. Ich muss jetzt die Nummer vergeben. Das war uns die 4 in meinem Fall. Ja. Ich wechsle nochmal zurück. Also GPIO4 ist der Eingang D2. Und ich muss sagen, was ich damit tun will, und dafür kann ich Konstanten aus dieser PIN-Klasse verwenden. Ich will das zur Ausgabe nutzen.
Und jetzt habe ich eine LED und die kann ich steuern. Um Ihnen das zu zeigen, wechsle ich jetzt mal die Ansicht. Ich zeige Ihnen im unteren Bereich unsere Schaltung. Ja, Sie sehen, die LED hier ist aus. Und jetzt führe ich daneben im Programmcode, ja, in der Shell etwas aus, nämlich mit der Variablen LED rufe ich die Methode on an. Und wie Sie sehen, führt das dazu, dass die LED leuchtet. Mit LED off kann ich die LED wieder ausschalten. LED on, LED geht an, LED off, LED geht aus. Und jetzt können wir unseren Mikrocontroller verwenden, um die LED zu steuern. Wir können jetzt natürlich auch, ich mache hier mal ein bisschen Platz, wir können jetzt natürlich auch ein richtiges Python-Programm schreiben. Ich könnte zum Beispiel diese LED blinken lassen. Ja, was muss ich machen, um eine LED blinken zu lassen? Ich muss sie anschalten und ausschalten und zwischendrin muss ich irgendwie noch warten. Deshalb importiere ich nochmal was. From time import sleep milliseconds. So, und jetzt will ich die LED einfach ein paar Mal blinken lassen. For range, lassen wir das Ganze vielleicht 20 Mal ablaufen. Ja. Was machen wir? Als erstes machen wir die LED an. Dann lassen wir den Mikrocontroller 200 Millisekunden warten. Dann machen wir die LED aus. Dann lassen wir den Mikrocontroller wieder 200 Millisekunden warten. Und das Ganze soll jetzt 20 Mal durchlaufen. Wenn ich mich jetzt auf die Schnelle nicht verrechnet habe, dann sollte das ungefähr dazu führen, dass unsere LED 5 Sekunden lang blinkt. Und wenn ich jetzt nochmal Enter drücke, dann sollte die Ausführung starten. Ja, noch nicht, muss noch einmal. Und Sie sehen, unsere LED blinkt. Also tatsächlich steuern wir jetzt mit dem Mikrocontroller die LED. Und jetzt ist das Ganze vorbei. So, das ist jetzt natürlich nur der erste Schritt. Ja, es ist natürlich total unspannend, nur in dieser REPL, in dieser Shell immer unsere Programme zu schreiben. Was wir eigentlich tun wollen, ist, dass wir ein richtiges Python-Programm schreiben. Und dazu werden wir jetzt Folgendes tun. Sie legen sich in Ihrem Projekt einfach eine Datei an, die Sie main.python nennen. Warum main.python? Das werden wir gleich sehen, in dem Moment, wo wir diese Datei auf den Mikrocontroller hochladen. Dann erkläre ich Ihnen das nochmal. Bis jetzt erstmal bitte eine Datei, die sich main.python nennt. Und hier implementieren wir jetzt genau diesen Programmcode, den wir auch gerade im Terminal in dieser Shell geschrieben haben. Also ich importiere from machine die PIN und from time import sleep in milliseconds. Und jetzt können wir damit irgendwas tun. Wie zuvor definieren wir uns die LED. Die ist ein PIN an dem GPIO4. Ja, und Sie sehen, man kriegt hier in der Entwicklungsumgebung auch eine schöne Autovervollständigung. Ja, ich muss das also nicht alles tippen. So, definieren uns unsere LED. Und dann schreiben wir jetzt unsere Schleife. For in range. Jetzt lassen wir es mal ein bisschen länger. Lassen wir die Schleife 100 Mal durchlaufen. Als erstes wird die LED angeschaltet. Dann lassen wir 200 Millisekunden vergehen. Dann schalten wir die LED wieder aus und lassen nochmal 200 Millisekunden vergehen. Und damit hätten wir das jetzt geschafft. Das wird jetzt dazu führen, dass unsere LED eine Zeit lang
blinkt. Ich mache jetzt am Ende mal noch ein Print-Statement. Das werden wir natürlich auf dem Mikrocontroller nicht sehen, aber trotzdem, ich werde Ihnen damit noch was zeigen am Ende des Videos. Jetzt haben wir ein Python-Programm, das unser Mikrocontroller ausführen kann. Wie bekommen wir dieses Python-Programm auf unseren Mikrocontroller? Auch dazu kann uns die Entwicklungsumgebung hier helfen. Das Erste, was wir tun müssen, ist, dass wir jetzt dieses Programm auf den Mikrocontroller bringen. Und das geht am einfachsten, indem wir jetzt hier auf dieser Datei einen Rechtsklick durchführen und irgendwo im Menü gibt es dann den Eintrag Flash Main Python. Ja? Also wir wollen das Main Python auf den Mikrocontroller bringen. Wenn ich das jetzt ausführe, sehen Sie, dass sich hier irgendwas verbindet und der Upload startet, der wird jetzt gleich schief gehen. Es dauert ein paar Sekunden und dann werden wir eine Fehlermeldung bekommen. Also wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal sehen, dass das nicht funktioniert. Ja, das dauert jetzt relativ lang. Ich weiß nicht, wann da der Timeout kommt. Das Problem ist, dass wir hier noch mit dem Terminal verbunden sind. Ja? Und das funktioniert nicht. Wir müssen dieses Terminal erst schließen. Nur wenn wir das gemacht haben, dann können wir was auf den Mikrocontroller übertragen. Deshalb, ich breche das jetzt hier nochmal ab. Das wird sowieso nicht funktionieren. Und dann führen wir das nochmal aus. Und Sie werden jetzt sehen, das geht jetzt sehr viel schneller. Ja? Jetzt ist das innerhalb sehr kurzer Zeit passiert. So, und jetzt ändere ich nochmal die Ansicht. Und was Sie jetzt sehen, ist, dass unsere LED selbstständig angefangen hat zu blinken. Das wird jetzt eine Zeit lang passieren. Ja? Und irgendwann hört die auf zu blinken. Ich habe das 100 Mal durchlaufen lassen. Ja, das sollten 10, 20 Sekunden irgendwann hört die LED auf zu blinken. Auch das warten wir kurz ab. Jetzt hat die LED aufgehört zu blinken. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen jetzt erklären, warum wir diese Datei vorher main.python genannt haben. Ja? Also die Datei, die Sie im Hintergrund hier sehen, ich mache das vielleicht auch noch mal ein bisschen größer, ja, dann sieht man den Inhalt besser. Die heißt main.python aus einem ganz bestimmten Grund. MicroPython, dieser Mikrocontroller, führt main.python, wenn es diese Datei gibt, direkt nach einem Restart aus. Das heißt, wenn der Mikrocontroller neu gestartet wird und es gibt eine Datei main.python, dann wird die direkt ausgeführt. Ja, und das Ganze können wir uns jetzt noch mal anschauen. Ich mache nochmal den Mikrocontroller in groß und ich setze jetzt einfach diesen Reset-Knopf hier drücken, ja, und das führt dazu, dass der Mikrocontroller neu gestartet wird und sofort fängt unsere LED an zu blinken. Warum? Genau aus dem Grund, weil unsere Datei main.python heißt. Main.python ist die erste Datei, die ausgeführt wird automatisch von MicroPython und somit können wir ein bestimmtes Programm direkt nach dem Reboot des Mikrocontrollers ausführen, indem wir es einfach main.python nennen. Gehen wir nochmal zurück auf unsere Entwicklungsumgebung. An der Stelle möchte ich Ihnen jetzt noch was in der Entwicklungsumgebung zeigen. Sie haben ja gesehen, dass ich hier in dem Programmcode am Ende noch ein Print-Statement eingefügt habe. Das sehen wir jetzt natürlich nicht, wenn wir den Mikrocontroller einfach starten und ja, er seine Arbeit tut, die LED blinken lässt. Ja, was haben wir von diesem Print-Statement? Was wir aber auch machen können, ich verbinde mich nochmal mit meinem Mikrocontroller über die REPL. Ja, das haben wir hier. Und ich kann jetzt, wenn ich zum Beispiel das Help ausführe, komme ich hier die Informationen, dass ich auch mit einer Tastenkombination den Mikrocontroller neu starten kann. Ja. Es geht mit Ctrl-D, damit kann ich den Mikrocontroller resetten. Ja, und das werde ich jetzt als nächstes tun. Um das zu tun, drücken wir nochmal nach unten in die Ecke unseren Mikrocontroller, dass Sie den sehen.
Ich drücke jetzt Ctrl-D. Ja, das hat dazu geführt, dass ein Soft-Reboot durchgeführt wurde. Ja, und Sie sehen sofort an dieser Stelle auch, dass die LED wieder zu blinken anfängt. Lassen wir das jetzt auch einmal zu Ende laufen. Doch tatsächlich kam jetzt diese Antwort. Ja, hier haben wir gesehen, an dieser Stelle wurde jetzt das Ende ausgegeben. Also Sie sehen, jetzt können wir mit der REPL arbeiten, ja, und können zum Beispiel solche Print-Statements dann auch verwenden, um ja, unser Programm zu debuggen. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Eins, was ich Ihnen gezeigt habe, wäre diesen Reset-Knopf drücken. Geschickter ist natürlich jetzt hier an dieser Stelle mit dem Soft-Reboot zu arbeiten, Ctrl-D. Was wir tatsächlich auch machen können, auch diese Variante würde ich Ihnen noch gern zeigen. Ich kann auch einfach dieses Main importieren, dieses Modul. Auch dann wird es ausgeführt. Ja, das ist Standard wie mit jeder Python-Datei. Ja, der Inhalt wird bei einem Import ausgeführt. Dann schauen wir uns auch das nochmal an. Unten nochmal den Mikrocontroller. Und der Import führt jetzt auch wieder dazu, dass es blinkt. Und nach wenigen Sekunden werden wir dann die Ausgabe erhalten, Ende. Und daran erkennen wir dann, dass das Programm zu Ende gelaufen ist. Ja, vielleicht hätte ich lieber nur 50 Durchläufe gemacht, hätte es nicht so lange gedauert, aber hier sehen wir ja, das Ende. So, und das war's, was ich Ihnen in diesem Video zeigen wollte. Ich habe Ihnen gezeigt, wie man mit einem Mikrocontroller eine LED zum Leuchten bringt. Im nächsten Schritt haben wir diese LED so verkabelt mit dem Mikrocontroller, dass wir sie steuern können. Wir haben die zuerst gesteuert, indem wir in der MicroPython REPL ja, die Befehle direkt eingegeben haben. Und dann haben wir ein Programm geschrieben, das wir auf den Mikrocontroller übertragen können, mit diesem Befehl Flächen. Und damit dann die LED gesteuert. Ja, und nachdem die Datei auf den Mikrocontroller übertragen wurde, habe ich Ihnen auch verschiedene Möglichkeiten gezeigt, diese Datei zu auszuführen. Entweder durch ein Reset wird das Main.Python direkt ausgeführt oder ich kann das importieren oder ich kann ja, das Reset auch in der REPL ausführen. Und in Summe haben wir noch gesehen, dass wenn ich ein Print-Statement in meinem MicroPython-Programm habe, ich die Ergebnisse auch in der REPL sehe, also das Resultat dieses Print-Statements. Und das kann ich eben dazu verwenden, um meinen Programmcode zu debuggen, ja, Fehler zu finden, zu analysieren, was vielleicht schief geht. So viel zu dieser Einführung in MicroPython, Mikrocontroller und ja, das Steuern von LEDs. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Video.
pinkelst immer nur im Stehen. Sei düchtig. Du lässt dich vor Netflix gehen. Sei düchtig. Alle deine Freunde Kiffer. Sei düchtig. Mit den Krediten wird das nichts mehr. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Fake die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Fake die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Spielst in einer schlechten Band. Verdächtig. Deine Freunde nutzen Tor. Verdächtig. Die haben sicher Böses vor. Verdächtig. 20 Sticker auf dem Laptop. Verdächtig. Du bist Teil von diesem Netzmob. Verdächtig. Dieser Portscan hier. Verdächtig. Das war doch sicher wieder ihr. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner. Richtig.